Und da begrüße ich gleich mal ganz herzlich Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, und Erwin Sellering, er ist der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, hat dort eine große Koalition. Wie ihr Land stimmt, das ist relativ klar. Sie haben die Grünen mit an Bord. Die Grünen haben ja doch einige Probleme bei den sicheren Herkunftsländern etc. Haben Sie sie überzeugt gekriegt, dass sie heute zustimmen werden? Ja, wir haben gut verhandelt. Es gibt einige Punkte, die wir nach wie vor kritisieren, aber das Gesamtpaket ist zustimmungsfähig und deshalb werden wir zustimmen. Herr Sellering, dieses Gesamtpaket, über das wir gestern schon im Bundestag lange gesprochen haben, jetzt hier, hilft das denn, diesen Zufluss in die Bundesländer irgendwie zu stoppen? Also das ist ein wichtiger Schritt, um mit dieser schwierigen Herausforderung fertig zu werden. Für mich ist am wichtigsten, dass jetzt ganz deutlich das Signal ist, wir lösen das gemeinsam. Bund, Länder und Kommunen sind da in einer Verantwortungsgemeinschaft. Der Bund hilft mit Geld, aber vor allem auch mit schnelleren Entscheidungen. Und das ist ein ganz klares Signal auch an diejenigen, die eben bei uns keinen Schutz brauchen, die nicht verfolgt sind, die zurückkehren können in ihre Länder, dass das möglichst schnell passiert. Also gestoppt wird es dadurch natürlich nicht, aber dieses Paket kann den Ländern und Kommunen helfen bei der Bewältigung. Sie haben ja massiv dafür gekämpft, dass der Bund sich dort dauerhaft finanziell beteiligt. Das ist jetzt der Fall. Zufrieden damit? Ja gut, das ist immer nie genug, aber es ist eine wichtige Grundlage und vor allen Dingen ist wichtig, dass es dynamisch ist. Das heißt, kommen mehr Flüchtlinge, wird es auch mehr Geld geben. Das ist wichtig für die Kommunen vor Ort, dass sie wissen, sie können sich darauf verlassen, dass sie nicht in anderen Bereichen sparen müssen, Geld nicht mehr ausgeben können, beispielsweise für Schulen, und stattdessen Flüchtlingsunterbringung finanzieren müssen. Das sollte nicht so sein und das haben wir, glaube ich, durch diesen Beschluss verhindert. Herr Sellering, haben Sie einen Überblick, wie viele Flüchtlinge überhaupt bei Ihnen im Land sind und wie viele bleibeberechtigt sein werden? Oder anders gefragt, wie viele eben aus den Balkanstaaten kommen und eher nicht bleibeberechtigt sind? Bei uns ist es im Moment so, dass der Anteil derjenigen, die nicht bleibeberechtigt sind, relativ klein ist und wir davon ausgehen, dass wir sehr viele Bürgerkriegsflüchtlinge haben. Die Verteilung in Deutschland ist ja nicht vollständig gleich, sondern manche Nationalitäten haben eben größere Chancen, hier zu bleiben, und davon haben wir im Moment deutlich mehr. Frau Kraft, NRW, größtes Bundesland, größte Kraftanstrengung notwendig. Sie hatten, glaube ich, vor anderthalb Jahren 1.800 Erstaufnahmeplätze. Wie viel haben Sie jetzt? Ja, wir haben weit über 60.000 inzwischen. Und dank der Kommunen haben wir das auch stemmen können bisher. Wir haben jedem ein Dach über den Kopf verschafft, auch winterfest. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und wir müssen jetzt sehen, dass uns auch die Integration gut gelingt. Deshalb ist der Teil des Paketes für uns auch wichtig, wo es heißt, schnellere Sprachförderung für diejenigen, die eine hohe Bleibeperspektive haben, Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Alle diese Dinge, auch die Mittel für die Kitas, die sind wichtig für uns. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, das werden wir auch tun. Wir haben gerade schon einige tausend Lehrerstellen auf den Weg gebracht, weil wir ja wissen, dass da ganz viele Kinder neu beschult werden müssen. Und wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass unsere eigenen Wohnungsbauprogramme nach oben gefahren werden, weil der Wohnraum knapp ist und in Teilbereichen weiter knapp werden wird. Und deshalb ist Wohnungsbau auch Aufgabe der Stunde. Wir erleben zwei relativ optimistische Ministerpräsidenten, das haben wir im Bundestag auch schon erlebt. Die Spitzenpolitiker sagen, wir schaffen das, es gibt Probleme, wir müssen an den und den Stellschrauben drehen. Die Leute vor Ort, in den Kommunen, die sagen, wir schaffen es einfach nicht mehr. Es ist voll, wir können gar nicht mehr, wir wissen gar nicht mehr, wo wir die unterbringen sollen. Innerhalb der Union tobt da ja auch ein Streit, aber auch bei der SPD. Herr Trümper, das ist der Bürgermeister aus Magdeburg, hat jetzt sein Parteibuch zurückgegeben, weil er weiter kritisieren will, dass er mit den Fluten nicht mehr klarkommt. Und seine Landesvorsitzende Frau Butter hat ihn dafür kritisiert. Also vor Ort, die Praktiker haben ganz andere Probleme als die Politiker, die das alles positiv verkaufen müssen. Nein, wir sehen schon die Probleme. Sie haben gerade die Zahlen angesprochen. Die Erstaufnahmeeinrichtungskapazitäten sind erheblich erhöht worden. Und da sehen wir auch die Probleme mit den Kommunen. Wenn wir eine geringere Kapazität in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben, dann muss einfach der Zustrom weiter in die Kommunen gehen. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir die Kommunen dadurch entlasten, dass diejenigen, die zurückgeschickt werden, dass sie gar nicht erst in die Kommunen gehen, sondern dass wir den Kommunen wirklich nur diejenigen weitergeben, von denen wir sagen, das sind die, die bleiben. Bemüht euch bitte, sie zu integrieren und dass die anderen verbleiben und zurückgeschickt werden. Dafür ist allerdings dringend erforderlich, dass wir wirklich eine Verkürzung der Verfahren hinbekommen. Wir haben das jetzt in diesem Beschluss drin, aber ich glaube, wir sind uns im Klaren darüber, dass das nicht kurzfristig gelingen wird. Aber was Herr Sellering sagt, das sagen ja viele, und gehandelt wird dann doch anders, weil zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen, gerade die Grünen, feiern sich dafür, dass sie sagen, bei uns werden sie eben nicht in den Erstaufnahmeeinrichtungen gar noch 6 Monate festgehalten, sondern wir verteilen sie mal erstmal auf die Kommunen. Es geht nicht um Festhalten, es geht darum, dass wir im Moment die Kapazitäten gar nicht haben, obwohl wir über 60.000 Erstaufnahmeplätze haben, all diejenigen bei uns in der Erstaufnahme so lange unterbringen zu können. Deshalb brauchen wir erst die Verkürzung der Verfahren. Unser Ziel ist ja gemeinsam mit dem Bund 3 Monate, damit wir
wir in der Erstaufnahme dafür auch die Luft haben, die Menschen dann dort so schnell wie möglich, wenn sie schnell zu einer Entscheidung geführt werden, auch ihnen Klarheit zu verschaffen, dürfen sie bleiben oder dürfen sie nicht bleiben. Das eine muss vor dem anderen kommen. Eine andere Diskussion ist unrealistisch. Schnellere Verfahren würde ja auch bedeuten, dass sich was ändert. Wir haben aber ein Gesetz in Deutschland, weil wir immer auf die Niederlande gucken, 4 Wochen, dann sind die wieder weg. Hier gibt es zum Beispiel 3 Instanzen, die der Flüchtling anrufen kann. Anschließend hat er dann noch die Möglichkeit, sich auf Gesundheitsprobleme zu berufen. Müssen wir nicht auch da etwas verändern? Wir haben ein rechtliches System, das, wenn es konsequent angewandt wird, auch dazu führen kann, dass wir zu schnellen Entscheidungen kommen. Wir müssen ja ganz deutlich sagen, dass der Bund über Jahre einfach nicht die nötige Zahl an Entscheidern zur Verfügung gestellt hat. Und in den Diskussionen der letzten Monate war das immer das wichtigste Thema und dennoch ist nichts passiert. Ich freue mich, dass jetzt Herr Weise die Dinge anpackt und dann werden wir schneller vorankommen. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der für mich wichtig ist. Was wir heute beschließen, sendet auch das ganz klare Signal aus an die Menschen. Wir reden nicht immer nur über Flüchtlinge, sondern wir tun auch etwas für die anderen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und die Situation wird sich noch erschweren, wenn wir mehr Flüchtlinge bekommen. Deshalb müssen wir dieser Gruppe helfen. Und dafür gibt es jetzt zum Beispiel dieses Wohnungsbauprogramm. Und in den Schulen, in den Kitas kann es nicht so gehen, dass wir die einen gegen die anderen ausspielen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass alle gut versorgt werden. Und das gilt auch für die Arbeitslosen. Also wichtig war mir auch immer der Blick darauf, nicht nur auf die Flüchtlinge zu schauen, wie kriegen wir sie jetzt schnell in den Arbeitsmarkt, sondern auch auf die Langzeitarbeitslosen. Auch die brauchen jetzt eine verstärkte Unterstützung, diejenigen, die wir schon haben. Und deshalb bin ich froh darum, dass die Kanzlerin angekündigt hat, dass auch die Mittel für die Integration in den Arbeitsmarkt verstärkt werden. Und auch für den Wohnungsbau, da gibt es mehr Geld. Aber ich war ja völlig fassungslos, als ich gelesen habe, dass in Nordrhein-Westfalen die Flüchtlinge in Erstaufnahmelagern ankommen und dann zu den 6 BAMF-Zentren verschickt werden mit Bussen. Ich glaube, Sie haben gesagt, Bustourismus. Kann man das nicht als Ministerpräsidentin ändern oder ist das typisch deutsche Bürokratie? Das ist doch völlig unfassbar. Nein, das hängt ja damit zusammen, dass wir zu wenig Entscheider des BAMF haben. Und wir haben so viele Unterkünfte inzwischen, weil wir so viele Plätze auch sicherstellen müssen, dass das nicht funktioniert. Und deshalb brauchen wir dringend mehr Entscheider beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das war die Diskussion der vergangenen Monate. Da ist ganz lange nichts passiert. Jetzt hören wir, dass weitere 2000 Stellen geschaffen werden. Das dauert, bis die eingearbeitet sind. Es wird keine schnelle Unterstützung geben. Und wir müssen natürlich auch noch eins tun. Auch der Blick ist mir wichtig. Wir entscheiden hier heute für den Bereich Unterbringung und Versorgung. Wir müssen noch sehen, was tun wir beim Thema Integration. Da bleibe ich bei. Und wir brauchen natürlich auch die Initiativen auf der außenpolitischen Ebene. Denn wer möchte, dass weniger zu uns kommen, der muss bei den Fluchtursachen ansetzen. Das ist ganz wichtig. Und der muss auch Möglichkeiten schaffen, für die Menschen vom Westbalkan legal hier zuzuwandern. Auch da ist ja ein Passus jetzt im Gesetz drin. Aber sehr lange, da will ich noch mal praktisch bei Ihnen im Land fragen. Wenn man da in einem Erstaufnahmelager ankommt, warum kann nicht gebündelt dort die Registrierung sein und dann im Grunde genommen auch das Verfahren ablaufen? In den Niederlanden, die wir immer so zitieren, läuft das so? Bei uns ist es nicht so. Ja, natürlich sind da deutlich weniger. Die Zahlen bei uns sind so, dass sie versiebtfacht, verachtfacht sind. Und es fehlen einfach die Menschen, die diese Arbeit leisten können. Vor allem fehlen die Entscheider. Und ich rede seit Monaten damit, habe auch dem Bundesamt angeboten, dass wir eigene Leute abordnen, um das dann zu machen. Aber wir müssen da deutlich schneller werden und zu Lösungen kommen. Ich bin jetzt zuversichtlich, dass Herr Weise das in einer Weise anpackt, dass wir wirklich vorankommen. Und wir müssen natürlich als Länder und Kommunen unsere Hausaufgaben machen. Deshalb haben wir jetzt über 70 Stellen in der Justiz auch drin, in unserem Haushaltsplan, damit wir auch von der juristischen Seite die Verfahren schneller ablaufen lassen können. Und wir brauchen auch eine Verstärkung in den Kommunen, jeweils in den Ausländerämtern, damit das alles ineinander greift. Dass es mehr Sachleistungen jetzt wieder geben soll statt Geldleistungen, wird ja von vielen massiv kritisiert. Was ist daran zu kritisieren, wenn die Flüchtlinge in einer Erstaufnahmelager sind? Ich finde das in Ordnung, solange es nicht einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand macht und solange nicht der Eindruck erweckt wird, dass wir das mit Absicht tun, um den Leuten es irgendwie schwer zu machen, sondern auch da ist einfach die Voraussetzung, dass die Verfahren ganz schnell gehen. Wenn ein Verfahren 3 Wochen dauert, 4 Wochen dauert, dann ist völlig in Ordnung, dass man bestimmte Beschränkungen macht. Aber wenn ein Verfahren 3 Jahre dauert, ist das nicht verständlich. Und deshalb ist das Allerwichtigste, dass wir endlich zu diesen schnellen Verfahren kommen. Also wichtig ist uns als nordrhein-westfälischer Sicht, dass da drin steht, nur solange es bürokratisch zumutbar ist. Denn eins ist doch klar, wenn wir für jeden Flüchtling, der jetzt zu einer Stelle hin muss, jedes Mal sozusagen einzeln das Geld ausgeben oder eine Fahrkarte ausgeben, das ist ein bürokratischer Aufwand, der nicht vertretbar ist. Bei mir sagen die Kommunen, auch CDU-regierte Kommunen, sagen bei mir, bitte lass das bloß sein, macht bloß so weiter wie bisher.
Frau Kraft, die Kommunen hoffen sich, dass der Zuzug irgendwann mal abebbt. Momentan sieht das ja gar nicht so aus. Was kann die Politik dafür tun, dass in der Tat vielleicht auf Dauer nicht mehr so viele Menschen untergebracht werden müssen? Ja, ich sagte ja schon, das Wichtigste ist sicherlich, dass wir auf der außenpolitischen Ebene da weitere... Dauert alles sehr lang. Ja, aber ich meine, es gibt ja jetzt die Gespräche mit der Türkei. Das ist sicherlich schon mal ein wichtiger Schritt dabei. Wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Außengrenzen geschützt werden. Da dürfen wir diejenigen Länder der Europäischen Union nicht alleine lassen. Ich bin froh, dass wir innerhalb der EU keine Grenzen mehr haben. Und ich möchte auch, dass das so bleibt. Das heißt aber, man muss die Außengrenzen sichern und man darf auch Grenzkontrollen durchführen. Das gehört natürlich auch dazu. Und wir müssen klar sagen, dass hier wir außenpolitisch diese Maßnahmen auf den Weg bringen, damit der Zuzug sich verlangsamt. Und das wäre für uns als Länder und Kommunen ganz entscheidend. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass jetzt klare Signale gesandt werden, dass die Menschen, die vernetzt sind mit ihren Smartphones, die sagen, wir können nach Deutschland gehen, da kann jeder, wird jeder aufgenommen, dass wir da deutlich andere Signale senden. Denn ich glaube, jedem, der die Verhältnisse vor Ort kennt, der weiß, wir sind an der Grenze unserer Aufnahmefähigkeit. Wir müssen den Zustrom verlangsamen und wir müssen ihn geordneter gestalten. Und dazu gehört, dass nicht auch weiter Signale gesandt werden, ihr könnt alle zu uns kommen, bei uns ist die Aufnahmefähigkeit unbegrenzt. Das stimmt einfach nicht. Fluchtursachen bekämpfen, das ist ja das zentrale Wort. Die Amerikaner haben jetzt gestern gesagt, sie gehen nicht so schnell aus Afghanistan raus, wie ursprünglich geplant. Wir haben jetzt schon unfassbare 100.000 Afghanen, die hier um Asyl angesucht haben in Europa. Und Gerd Müller, der Entwicklungsminister, hat gesagt, sollten wir 2016 aus Afghanistan rausgegangen sein, dann hätten wir innerhalb weniger Wochen und Monate 1 bis 2 Millionen. Wir leben doch in einer Welt, wo wir doch mit unserem deutschen Asylrecht nicht alle Bürgerkriegsflüchtlinge auf der Welt aufnehmen können. Bedeutet das nicht unterm Strich, Frau Kraft, dass wir auch da etwas tun müssen? Ja, zum einen müssen wir dafür sorgen, dass wir ein ordentliches Zuwanderungsgesetz bekommen oder Einwanderungsgesetz. Das haben wir ja zurzeit. Aber das bedeutet ja, wir suchen uns Asyl geht. Aber das bedeutet ja, wir suchen uns Leute aus, die für uns hier arbeiten sollen. Die kommen ja, weil sie den Asylgrund sehen und vielleicht das Geld und den Wohlstand, was ihnen gegönnt sei. Ja, aber ich habe ja vorhin gesagt, diese Initiative müssen wir auf den Weg bringen, die Fluchtursachen bekämpfen. Und ich sage auch mal ganz selbstkritisch, auch bei mir persönlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, hat das Thema Entwicklungspolitik nicht den Rang eingenommen, den es wahrscheinlich hätte einnehmen müssen. Das müssen wir uns, glaube ich, alle sagen. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Und das ist einer der Punkte, wo wir sicherlich neu ansetzen müssen. Aber da ist wirklich 20 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und wenn nur die Hälfte sagt, in Deutschland ist es schön oder in Europa... irgendwann ist doch ein Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, das können wir gar nicht mehr stemmen. Ich denke, man müsste sagen, die zivilisierten Staaten gemeinschaftlich haben eine große Aufgabe. Ja, aber die tun ja nichts, die anderen scheinbar. Müssen wir sie dazu bringen. Das muss das wichtigste Ziel sein. Und dazu dürfen wir nicht das Signal aussenden, egal was ihr tut, wir nehmen alle. Sondern da muss man eben ganz deutlich andere Signale senden. Also wir haben ja hier es geschafft, den Bund in eine Verantwortungsgemeinschaft mit hineinzubringen. Vorher waren die Länder und Kommunen zuständig. In der Außenpolitik wurde die Politik gemacht. Wir mussten mit dem klarkommen, was dann passiert. Jetzt haben wir eine Verantwortungsgemeinschaft und genauso eine Verantwortungsgemeinschaft brauchen wir in Europa und sogar darüber hinaus. Ganz am Schluss, Integration mehrfach angesprochen worden von Frau Kraft. Woher kriegen wir eigentlich die ganzen Lehrer, die den Flüchtlingen erstmal die deutsche Sprache beibringen sollen? Ja, das ist sehr schwierig. Da gibt es auch einen Wettbewerb in ganz Deutschland um diese Köpfe. Aber wenn jetzt viele kommen, werden wir auch da schon, die Ersten werden arbeiten können in dem Bereich, dass sie bei ihren Landsleuten vermitteln, was Sprache ist. Dass so zum Beispiel syrische Ärzte schon bei uns in den Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiten und so weiter. Das ist ja das Ziel eigentlich, dass wir so weit zur Integration kommen, dass diejenigen auch beitragen können hier bei uns. Vielen Dank. Es hat gegongt. Sie müssen rein. Frau Kraft, Herr Sellering, danke, dass Sie da waren.